Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind hier in Ovingen. Dieser Ort ist deshalb so interessant, weil von hier aus eine besonders enge Beziehung zu Menschen in der Russischen Föderation geschaffen worden ist. Es hat ein tragisches Luftfahrtunglück gegeben mit zahlreichen getöteten Kindern. Und aus dieser damaligen Situation heraus ist tiefe Freundschaft zu Menschen in der Russischen Föderation gerade von Ovingen aus geschaffen worden. Wir sollten das in Erinnerung rufen, wenn wir uns über politische Überlegungen Gedanken machen, die heute Europa bestimmen. Und sie bestimmen uns seit dem berühmten Treffen zwischen den beiden Präsidenten Trump und Putin in Helsinki, die uns natürlich für die zukünftige Entwicklung Fragen aufgegeben haben. Fragen, auf die wir hier in Ovingen versucht haben, Antworten zu geben. Und die Seegespräche aus dem Ammersee sind eigentlich diejenigen, die immer wieder mit topaktuellen Fragestellungen ins Netz gehen und deutlich machen, dass jede Veranstaltung, die wir auch gemeinsam betreiben, immer neue Schwerpunkte setzt. Die Seegespräche vom Ammersee gehen weit über den Ammersee hinaus. Sie betreffen ganz Deutschland und zwar topaktuell. Lieber Herr Deke, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin natürlich total begeistert, dass bei diesem schönen Wetter Sie alle den Weg hier nach Ovingen in die Zentralhalle gefunden haben. Und ich danke Herrn Deke dafür, dass er mich eingeladen hat. Und ich sage das gleich zu Beginn wegen der Dame, die hinter Ihnen sitzt. Die Dame hat mich vorher gefragt, was kann man eigentlich tun, um in einer schwierigen Situation fertig zu werden. Und die Frage ist ja berechtigt. Die ist übrigens vor 2 Jahren, als ich schon mal hier war, auch hier in diesem Raum gestellt worden. Und ich habe damals auch versucht, Antworten zu geben. Ob die zulänglich waren, das kann derjenige ermessen, der vor 2 Jahren hier war. Aber etwas will ich doch sagen. Wir haben uns ja eigentlich quer durch die Republik zusammengefunden, aus den unterschiedlichsten politischen Formationen, muss ich auch dazu sagen, in der Sorge, dass es wegen der Ukraine-Entwicklung zu einem Krieg kommen würde. Das war der Auslöser dafür, sich zu engagieren, und jedenfalls war es das für mich. Denn eigentlich hatte ich nach dem Ausscheiden aus dem Deutschen Bundestag, vor allen Dingen in Anbetracht auch meines Alters, ich hatte nichts anderes vor, als wirklich in den Ruhestand zu gehen. Aber ich habe als parlamentarischer Staatssekretär die Windex-Simex-Übung 1989 geführt als deutscher Verteidigungsminister. Ich habe also in Europa Krieg geführt. Und das können Sie mir glauben, absehen, in jedem Fall mit mir sowas schweigend zu Hause sitzen, das war nicht meine Linie. Ich habe damals aber auch aus sehr persönlichen Gründen mich engagiert. Meine Frau, die saß mir im Nacken. Ich sage das mal so, wie es gewesen ist. Die erinnerte mich nämlich wegen der Entwicklung unseres Landes daran, welche Diskussionen wir mit den Eltern geführt haben über die Zeit zwischen 33 und 45. Das war meine Generation oder unsere Generation, die damals mit den Eltern und Großeltern diese Diskussion geführt hat, unter dem Gesichtspunkt, wie konntet ihr es so weit kommen lassen? Und meine Frau hat mir immer wieder gesagt, sag, hör mal, du erinnerst dich dran, wie die Diskussionen waren. Mein Schwiegervater war Offizier der Wehrmacht gewesen und die erwartete von mir Position, Flagge zeigen. Also kamen 2 Überlegungen zusammen, auf der einen Seite die Frage danach, dass ich es in der Sache schon beurteilen kann, was Krieg bedeutet, weil ich ihn selber geführt habe. Und das andere war die Erinnerung daran, wie die Diskussionen in Deutschland verlaufen sind. Das hat viele so engagiert. Und wir haben uns getroffen, egal wo man politisch herkam, in dem Bemühen, es nicht zum Krieg kommen zu lassen. Und ich
kann natürlich nicht sagen, dass es daran gelegen hat. Aber das, was sich über die Informationsmöglichkeiten des Internets ergeben hat, hat die Regierenden in der Republik wissen lassen, dass sie mit uns nicht machen konnten, was sie wollten. Und in dem Bemühen, es nicht zum Krieg kommen zu lassen, sind wir mit Sicherheit ein entscheidendes Stück weitergekommen, als es 2014 und 2015 eigentlich so ausgesehen hat. Jetzt muss man natürlich die heutige Situation auch in Rechnung stellen und sagen, wenn wir uns umblicken, was haben wir für eine Situation? Ich will durchaus sagen, in meiner Einschätzung vielleicht eine schlimmere Situation, als wir sie uns 2014, 2015 mit einem regionalen Krieg vorgestellt haben. Aber da werden wir nachher natürlich zu kommen, uns Gedanken darüber zu machen, mit welcher Entwicklung haben wir es zu tun und was zeigen diese Tage hier in Ovingen. Es ist ja schon fast mirakulös, um diesen Begriff wirklich geheimnisvoll zu machen, warum wir uns hier in Ovingen treffen bei Ihnen, Herr Däke, der Sie ja mal eine phänomenale Veranstaltung in Salem auf die Beine gestellt haben, zu einem Zeitpunkt, wo der NATO-Gipfel heute abgeschlossen worden ist, wo morgen der Staatsbesuch von Präsident Trump in Großbritannien stattfindet und am kommenden Montag das Gipfeltreffen zwischen Trump und Putin. Wir sind vielleicht zum interessantesten Zeitpunkt dieses Jahres zusammengekommen und das hier bei Ihnen, Herr Däke, in Ovingen. Und deswegen wollen wir von Ovingen in den Rest der Republik natürlich auch Botschaften senden unter dem Gesichtspunkt, wir kommen selbst bei schönem Wetter in großer Zahl in diesen Saal und das will was bedeuten, wenn wir uns hier in Ovingen treffen. Vielen Dank, Herr Däke, dass Sie mich eingeladen haben. Meine Damen und Herren, es gibt aber auch einen zweiten Grund, den ich hier ansprechen will. Dass ich mich überhaupt artikulieren kann in dieser Republik, das kann ich natürlich Herrn Heath, der für die Videoaufnahmen zuständig ist, genauso verdanken wie anderen, die im Netz aktiv geworden sind. Denn die Situation, mit der wir es ja zu tun hatten in den zurückliegenden Jahren, und da kann ich auf die Zeit bis zum Jugoslawienkrieg zurückgehen, war ja davon gekennzeichnet, dass wir in den Leitmedien, in den Staatsmedien, in der Lückenpresse oder wie Sie die alle nennen wollen, ja unterdrückt worden sind. Wir sind ja nicht vorgekommen. Nicht, weil wir es waren, sondern weil das, was wir gesagt haben und was der Meinung weiter Teile unserer Bevölkerung, unseres Volkes anbetraf, nicht mehr uns wiederfinden sollten, weil man eine andere Politik durchgezogen hat. Und deswegen bin ich natürlich nicht nur Herrn Heath, Herrn Däke, sondern auch Thomas Rötscher sehr dankbar, bei dem ich die Bücher verlegen konnte. Thomas Rötscher ist, um es als Rheinländer zu sagen, eine Jung von hier. Er kommt vom Bodensee, hat hier seine Heimat und hat inzwischen seinen Verlag im Rheinland, wenn man Koblenz und die nähere Umgebung dazuzählen will. Aber das macht natürlich deutlich, dass wir uns zurechtfinden müssen in einer Zeit und in einer Mediensituation, in der wir weggeblockt werden von denen, die die Medien in der Hand haben, ob sie öffentlich-rechtlich sind oder ob sie privater Natur sind. Dahinter stehen Interessen. Und diese Interessen haben es in den zurückliegenden Jahren nicht für ratsam erachtet, uns oder anderen, die nicht auf der Regierungslinie liegen, ein Forum zu geben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns vernetzen, dass wir zusammenarbeiten und dass wir unbeschadet unserer jeweiligen politischen Herkunft ein Interesse haben, mehr Demokratie in diesem Lande nicht untergehen zu lassen und einen Beitrag zum Frieden in der Welt zu leisten. Das steht bei uns in der Verfassung, im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Das hat Helmut Kohl, als wir die Wiedervereinigung bekamen,
als feierliches Postulat den Völkern dieser Welt versprochen. Und wir müssen uns natürlich heute fragen, ob es irgendein Regierungsmitglied gibt, das noch den Blick in die Verfassung wirft. Denn halten dran tut sich keiner. Ein Krieg nach dem anderen wird losgetreten und angezettelt. Und das macht natürlich für uns die Situation umso schwieriger und unberechenbarer. Also Ihnen, Herr Däke, Dank, Herr Hief, Ihnen für die Seegespräche vom Ammersee und Thomas Rötscher dafür, dass ich bei ihm publizieren kann. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, das, was ja auch mit dem Titel des Buches Deutschland im Umbruch verbunden ist, ist ja nicht nur die Frage danach, wie beurteile ich die Vergangenheit. Ich muss das natürlich wissen, um zu sehen, in welcher Situation ich mich heute befinde und wie ich unter Umständen auch mich selber in einer Situation zurechtfinde, die von anderen geschaffen worden ist und wo ich sage, das, was die veranstalten, trifft nicht meine Meinung und ich nehme meine demokratischen Rechte dagegen wahr. Das ist die Situation, mit der wir uns beschäftigen müssen. Und deswegen ist es wichtig, in die Vergangenheit zu blicken. Aber diese Tage, in denen wir jetzt uns befinden, die Tage um Owingen herum, werden möglicherweise eine Entscheidung von uns verlangen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Denn das, was da in Brüssel abgelaufen ist beim NATO-Gipfel, was in Großbritannien zusammen mit dem Besuch von Präsident Trump und dem Brexit abläuft, und das, was im Zusammenhang mit dem Treffen Putin-Trump ansteht, wird möglicherweise so gravierende Auswirkungen auf uns alle haben, dass wir uns fragen müssen, wo bleibt denn unser Bewegungsspielraum? Und die einzigen in Deutschland, die im Kern beantworten können, was es heißt, der Teppich wird unter den Füßen weggezogen, das sind diejenigen, die in den neuen Bundesländern leben. Die haben das alle in der Zeit 88, 89, 90 erlebt und anschließend auch, als die Arbeitsplätze verloren gingen. Und die haben mit Sicherheit in den zurückliegenden Jahren sensibler auf diese Veränderungen in der Republik reagiert, als wir uns das vorgestellt haben. Aber wir befinden uns jetzt in einer gemeinsamen Überlegung, mit dieser Situation fertig zu werden. Und das heißt natürlich für uns, was bedeuten diese Tage? Was bedeuten sie auch im Zusammenhang mit einer Republik, die ihren Charakter seit 1990 willentlich und unwillentlich substanziell verändert hat? Und ich will nicht mit der Vergangenheit anfangen, sondern zu sprechen kommen auf das Phänomen Trump. Wenn wir über unsere Medien, öffentlich-rechtlich oder privat, in den zurückliegenden Jahren über die Entwicklung in den Vereinigten Staaten informiert worden wären, würden wir uns ein plausibleres Bild vom jetzigen amerikanischen Präsidenten machen können. Aber wir haben ja, wenn man das ganz nüchtern sieht, fast keine Ahnung über die inneren Prozesse, die in den Vereinigten Staaten abläuft. Und ich will jetzt nicht nur auf die Vereinigten Staaten dabei zu sprechen kommen, sondern darauf abstellen, was sich da in diesen Tagen in Brüssel, in London und möglicherweise in Helsinki tun wird. Wenn ich mich so verhalte, wie der amerikanische Präsident Trump das macht, dann bin ich eigentlich in einem Zustand, dass mir das Wasser unter Lippe, Oberkante steht, dass ich vor dem Bankrott stehe, dass ich nicht mehr weiß, wie ich den nächsten Tag gestalten soll. Denn so erratisch verhält man sich eigentlich nur, wenn die normalen politischen Möglichkeiten, mit denen man es zu tun hat, einem nicht mehr zur Verfügung stehen. Und wir wissen bei uns überhaupt nicht oder sehr wenig oder sehr wenige wissen sehr wenig.
in welch innerer Situation die Vereinigten Staaten sich befinden. Und deswegen können wir auch so schwer definieren, warum bei der NATO solche Töne gespuckt werden, wie das derzeit der Fall ist. Aber die Vereinigten Staaten geben uns die Antwort. Der Präsident, dessen Name Trump ist, ist ja nicht in dem bisherigen politischen System der Vereinigten Staaten zustande gekommen. Trump selber ist das Ergebnis eines revolutionären Prozesses. Die Unzufriedenheit in den Vereinigten Staaten mit dem System Washington war so und ist so gigantisch, dass man nur daher Trump erklären kann. Und alles das, was man im Vorfeld über Trump in Erfahrung bringen konnte und was sich heute ja auch bestätigt, geht in die Richtung, dass man in den Vereinigten Staaten sich zentrale Fragen gestellt hat. Wie kann es mit den Vereinigten Staaten weitergehen ohne den Kollaps erfahren zu müssen, ohne in den Bürgerkrieg einzusteigen? Wir vergessen das ja, obwohl es in den Zeitungen zu lesen war. Im Vorfeld der amerikanischen Präsidentschaftswahl ist in den Vereinigten Staaten darüber diskutiert worden, wie das mit einer Bürgerkriegsoption aussieht. Und letztlich, wenn das stimmt, was dazu berichtet worden ist, und man hat ja auch seine Gesprächspartner auf diesem Feld, ist der Bürgerkrieg deshalb ausgeschlossen worden, jedenfalls temporär, wegen der nicht nur gravierenden Folgen für die Existenz der Vereinigten Staaten, sondern weil man davon ausgeht, dass die Vereinigten Staaten so militarisiert sind in der Bevölkerung, dass selbst eine hocheffiziente militärische Formation wie die Streitkräfte der Vereinigten Staaten und die Nationalgarden gar nicht damit fertig werden kann. Das war eine Überlegung. Die zweite Überlegung ist die, dass schwarze Soldaten nicht auf schwarze Landsleute schießen werden. So hat man das alles durchdekliniert. Das hat natürlich bei uns deutlich machen müssen, dass die Vereinigten Staaten im wahrsten Sinne des Wortes politisch drohen, aus dem letzten Loch zu pfeifen. Und dafür gab es auch weitere Anhaltspunkte. Und das können Sie alles auf CNN und BBC nachhören, sehen, in Erfahrung bringen und hätten Sie in der Vergangenheit auch schon machen können. Wir haben in den Vereinigten Staaten eine Situation gehabt, dass die antisemitischen Vorfälle so durch die Decke gegangen sind, dass aus diesen Gründen substanzielle Sorgen für die Weiterexistenz der Vereinigten Staaten an der Tagesordnung gewesen sind. Das macht deutlich, dass wir es hier mit einer Situation zu tun haben, die brandgefährlich ist und die Option, über die in den Vereinigten Staaten offensichtlich nachgedacht worden ist, war die, zu sagen, führen wir die Politik der letzten 20 Jahre, die ja von einem Krieg zum anderen ging, führen wir die so weit fort, um uns den Rest des Globus auch noch unter den Nagel zu reißen, oder gehen wir hin und versuchen, Frontbegradigung zu betreiben, weil die ökonomische, gesellschaftliche, politische Situation der Vereinigten Staaten nichts anderes mehr hergibt. Offensichtlich hat sich mit der Wahl des Präsidenten Trump diese Linie auch durchgesetzt. Und ich sage das im Zusammenhang mit dem Treffen Putin und Trump, wie schwierig die innere Situation in den Vereinigten Staaten selbst gesehen werden muss, zeigt sich daran, dass man für diese Politik votiert hat. Aber es ist ja wohl noch nie in der neueren Geschichte von uns allen vorgekommen, dass man einen Präsidenten, nachdem er gewählt war, so bombardiert hat wie Trump, weil er drohte, sich mit dem russischen Präsidenten Putin
über alle gravierenden Fragen zu verständigen. Wo ist eine deutsche Bundeskanzlerin bei Obama oder bei Bush oder bei wem auch immer hingegangen und hat den so attackiert, wie es nötig gewesen wäre, weil man den nächsten Krieg wieder wollte? Man hat sich ja in hündischer Gefolgschaftstreue hinter die Amerikaner geklemmt, wenn es um die Kriege ging. Jetzt geht Trump hin und sagt, ich will mit Putin reden, um auszuloten, ob man sich verständigen kann. Und er wird aus ganz Europa unter Beschuss genommen, in der gleichen Weise, wie es die amerikanische Kriegskoalition in Washington, bestehend aus den Demokraten und den Republikanern, aus McCain und Hillary Clinton, ohnehin macht. Das macht ja deutlich, in welcher Situation wir uns befinden und dass wir es mit einer so außergewöhnlichen Situation zu tun haben, die uns am Montag mit Sicherheit Aufschluss darüber geben wird, wie unser Leben in Zukunft aussehen wird. Und zwar deshalb, weil wir in einer Spannungsgabel leben, wie es sie in unserem Leben so noch nicht gegeben hat. Da geht Trump hin und sagt, mit mir ist eine Verständigung möglich und deswegen mache ich alles, um zu einem Treffen mit Putin zu kommen. Wir haben jetzt anderthalb Jahre damit verbracht, dass die Falken, von denen es zu viele in Washington gibt, hingegangen sind und diesen Mann aus diesem Grund mit Häme überzogen haben und mit viel schlimmeren Dingen. Es gibt ja nichts auf diesem Globus, was man sagen kann, was nicht gegen Trump in Stellung gebracht worden ist. Alles. Das Letzte wurde zuerst gesagt. Das sind die Dinge, auf die wir uns alle eingestellt haben. Und jetzt kommt es trotzdem zu diesem Treffen. Und dieses Treffen ist deshalb eine Gabelung, weil wir es mit zwei Welten zu tun haben, die uns dann betreffen, wenn wir uns Gedanken über die Vereinigten Staaten machen. Auf der einen Seite oberhalb des Washingtoner Establishments ein amerikanischer Präsident mit dem Namen Trump. Darunter eine amerikanische Regierung, die natürlich in weiten Teilen das macht, was die Präsidenten Clinton, Bush und Obama initiiert haben und wo der Präsident Trump nicht in der Lage zu sein scheint oder es hinnehmen muss, aus ganz anderen Gründen, hier zu einer Remedur zu kommen. Denn das, was wir ja in den zurückliegenden Jahren, das betrifft uns, erlebt haben, das hat der letzte sozialdemokratische Außenminister, der aus meiner Sicht diesen Namen auch verdient hatte, Sigmar Gabriel, vor einigen Wochen ja gesagt, vor einigen Monaten, als er noch Außenminister war. Wenn es zum Krieg kommt, sind wir hier das Kriegsgebiet. Und meine Damen und Herren, das ist der Punkt, den ich in diesem Zusammenhang ansprechen will, was diese Gabelung anbetrifft. Auf der einen Seite ein Präsident, der mit dem russischen Präsidenten Putin reden will und auf der anderen Seite ein Militärapparat der Vereinigten Staaten, der in den zurückliegenden Jahren mit unserer Beteiligung, wohlgemerkt, bis an die russische Westgrenze so aufgebaut worden ist, dass es jederzeit zu spannungsgeladenen Situationen an dieser neuen modernen Frontlinie quer durch Europa kommen wird. Und es ist ja nicht so, als wäre das reiner Zufall. Ich habe in der Akte Moskau, die ja dankenswerterweise durch Frau Scheer auch heute hier ausgelegt worden ist, darauf aufmerksam gemacht, dass ich aus welchen Gründen auch immer an einer Konferenz des amerikanischen Außenministeriums im Mai 2000 in Bratislava teilnehmen konnte, wo man uns das
den Staats- und Regierungschefs und anderen Leuten wie mir zum Beispiel, wo man denen vorgestellt hat, wie das künftige Bild Europas aussehen soll. Und in diesem Bild hat man davon geredet, dass eine neue Linie geschaffen werden soll zwischen dem Baltikum und Odessa und zwischen Odessa und dem türkischen Diyarbakir. Alles das, was östlich dieser Linie liegen soll oder liegt, sollte uns nicht interessieren. Das könnte die Russische Föderation sein, das könnten aber auch unabhängige Staaten sein, die wir heute noch gar nicht kennen. Westlich davon rein amerikanisches Territorium, inklusive der Rechtsprechung und der Gesetzgebung und was sie sich alles da vorgestellt haben. Ich habe diese 10 Punkte dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder, der ja nicht meiner Partei angehörte, sofort geschrieben. Und wenn Sie das nachlesen, ist es heute Wirklichkeit geworden. Und die NATO steht an dieser neuen Limeslinie zwischen Riga und Odessa und zwischen Odessa und Diyarbakir und betreibt ihre Politik gegenüber der Russischen Föderation. Und wenn ich das in Rechnung stelle, was das für uns bedeutet, dann ist doch die große Frage, die über diesen kommenden Montag hinweg zu beantworten ist, wird es dem amerikanischen Präsidenten gelingen, diesen von seinen Vorgängerpräsidenten betriebene Aufrüstung und den Vormarsch und Aufmarsch gegen Russland in geordnete Bahnen zu bringen und zurückzuführen? Oder besteht seine Aufgabe darin, es weiter zu betreiben? Und dann muss ich mich natürlich fragen, wie das Schicksal dieses Präsidenten für ihn persönlich dann in den nächsten Jahren aussehen soll. Denn das, was wir hier haben, ist gelebte politische Schizophrenie. Ich kann nicht mit der Russischen Föderation mich verständigen, ohne den Aufmarsch gegen die Russische Föderation zurückzufahren. Ich kann es nicht. Alles andere wäre Widersinn. Und wir haben ja in den zurückliegenden Jahren seit 1990 gesehen, wie systematisch das betrieben worden ist, dieser Aufmarsch gegen die Russische Föderation. Wir haben uns im November 1990 bei der Charta von Paris, wenige Wochen nach der Wiedervereinigung, in die Hände versprochen, alle Staats- und Regierungschefs auf der nördlichen Erdhalbkugel, bis auf die Chinesen und die Japaner, dass es nie mehr Krieg in Europa geben sollte. Herr Decke hat ja eben darauf aufmerksam gemacht. Wir hatten die Tinte unter dieser Charta noch nicht trocken. Ging es gen Osten? Die NATO-Osterweiterung war plötzlich das bestimmende Thema. Und das, was wir mit der Wiedervereinigung Deutschlands im 2+4-Vertrag der Russischen Föderation, die es ja später war, da war es ja noch die Sowjetunion, zugesagt hatten, die NATO nicht über die Oder hinweg nach Osten zu betreiben. Das war dann alles Makulatur in einer Zeit, als die Russische Föderation, aus welchen Gründen auch immer, relativ handlungsunfähig gewesen ist. Die Probleme, die der Westen mit der Russischen Föderation bekommen hat, die hängen mit dem Namen Putin zusammen. Das muss man ganz nüchtern sehen. Das war auf einmal wieder ein russischer Präsident, der für die Russische Föderation sprach und die Interessen der Russischen Föderation auch auf die internationale Bühne brachte. Das war man ja unter Jelzin gar nicht mehr gewohnt. Und wenn man sich noch heute daran erinnert, welche amerikanischen Professoren die Reste der sowjetischen Staatswirtschaft auch noch in Grund und Boden gestampft haben, dann wird man ja blass, welche Verantwortung wir in diesem Zusammenhang für die jüngere Geschichte auf dem euroasiatischen Kontinent insgesamt tragen und wofür wir die Verantwortung tragen,
was unsere Nachbarn, die Russische Föderation, anbetrifft. Ich bin sehr für eine nüchterne Betrachtung der Verhältnisse. Sehr. Auch was Nachbarn und ihre militärischen Potenziale anbetrifft. Aber ich kann nicht die Russische Föderation erwürgen und erdrosseln, vielleicht beides zusammen, und dann erwarten, dass die die Hände in den Schoß legen. Ich habe die Antwort auf diese Fragestellung weit vor der Wiedervereinigung bekommen, als ich mit meinen Bundestagskollegen aus der CDU-CSU-Fraktion die Verteidigungspolitik gemacht haben, in Washington war und wir im Hauptquartier der Central Intelligence Agency, der CIA, über deren jüngste Erkenntnisse über die damalige Sowjetunion und den militärischen Aufmarsch in Europa unterrichtet worden sind. Die Amerikaner haben uns salopp gesagt: Vergesst das, was wir euch Jahrzehnte gesagt haben über russische Aggressionsüberlegungen. Vergesst das alles. Die Russen sind, die Sowjets damals, sind absolut auf der Ebene der Abwehr. Und zwar ziehen sie mit ihrer militärischen Präsenz in Europa die Konsequenzen aus Napoleon und Adolf Hitler. Sie machen alles zum Schutz von mütterchen Russland. Aber aggressive Überlegungen, die uns tangieren, haben sie nicht. Dieses amerikanische Denken war die Grundlage für eine Politik, die zur Wiedervereinigung Deutschlands führte. Meine Damen und Herren, wenn das damals stimmte und die Russen heute auf russischem Staatsgebiet operieren, ja, glaubt denn hier in diesem Saal oder außerhalb dieses Saales jemand daran, die würden den Schutz von mütterchen Russland heute anders sehen, als sie es tun? Mit Sicherheit nicht. Und deswegen kommt es für uns darauf an, Konsistenz in unseren Überlegungen im Zusammenhang mit der Sicherheitslage in Europa an den Tag zu legen und unsere Interessen in diesem Zusammenhang auch in der NATO zum Ausdruck zu bringen. Und das ist die Krux, die auch in meinem Buch zum Ausdruck kommt. Deutschland im Umbruch. Wir würden, was die heutige Situation, die Tage um Owingen erläutern, wir würden wesentlich besser dastehen, wenn wir einen funktionierenden, uns aus der Bonner Republik bekannten Staat haben würden, Bundesrepublik Deutschland. Denn eine solche Zeit, mit der wir jetzt umzugehen haben, die setzt ja voraus, dass Deutschland handlungsfähig sein muss, dass man genau weiß, wie unsere Interessen sind und dass wir, komme was will, in erster Linie an dieses Land und an dieses Volk denken. Aber das kann ich nur, wenn ich einen funktionierenden Staat habe. Und dieser Staat ist wenige Jahre nach der Wiedervereinigung unseres Landes über den Lissabonner Vertrag abgewickelt worden. Wir waren in der Bonner Republik nicht voll souverän, das weiß jeder. Aber man hat das Beste draus gemacht. Die Röhrenexporte in die Sowjetunion, die die Regierung in den 70er Jahren unter Helmut Schmidt durchgezogen hat, die trafen auf den massivsten amerikanischen Widerspruch. Das hat die deutsche Regierung, die Bundesregierung, nicht gehindert, unsere Interessen durchzusetzen und das Geschäft abzuschließen und es zu fördern. Im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung Deutschlands, bei den 10 Punkten von Helmut Kohl, wusste nur seine Frau Bescheid, aber niemand in Washington, London oder in Paris. Weil wenn das vorher herausgegangen wäre, wir wissen doch bei den Franzosen und bei den Briten bis heute, Maggie Thatcher und François Mitterrand wollten alles andere, nur keine deutsche Wiedervereinigung. Das heißt, ich muss einen Staat haben,
der handlungsfähig ist und der, egal wie die Rechtslage ist, nationale Interessen in den Vordergrund stellt und diese nationalen Interessen versucht durchzusetzen, und das kann man nur mit Augenmaß. Dann muss ich aber vorbereitet sein. Aber das, was wir 1992 mit dem Lissabon-Vertrag gesehen haben, hat dazu beigetragen, dass wir von der Funktionsfähigkeit der Bonner Republik abgeglitten sind zu einer Lobbyveranstaltung in Brüssel und einer ebenso intensiven Lobbyveranstaltung in Berlin oder Nichtregierungsorganisationszuständigkeit in beiden Städten, in Berlin und in Brüssel. 80% der nationalen Zuständigkeit, die wir in Bonn hatten, haben wir über den Lissabon-Vertrag auf Brüssel übertragen. Da sind sie aber nie demokratisch angekommen. Brüssel ist wie Washington. Lobby bestimmt, Nichtregierungsorganisationen. Und wenn wir glauben als Staatsbürger, wir würden mit unserer Stimme bei Wahlen entscheiden darüber, welche Politik gemacht wird, und dass diejenigen, die wir wählen, selber Einfluss haben auf die Politik. Das können wir uns seit dem Lissabon-Vertrag und der Wirklichkeit dieses Vertrages total abschminken. Denn auch die 20%, die aus Bonn nach Berlin gegangen sind, die sind ja in Berlin nicht in der Kompetenz des Bundestages angekommen. Das ist heute die Zuständigkeit von Nichtregierungsorganisationen und auch von Lobbyorganisationen. Und deswegen sind wir in einer Situation, die im Buch mit der Schlagzeile umschrieben wird, für die ich bis heute noch Thomas Reutscher dankbar bin: Schlanker Staat heißt fette Beute. Wir haben unseren Staat, nicht nur die Polizei, abgewrackt und sind heute in einer Situation, dass amerikanische und britische Anwaltskanzleien deutsche Regierungsarbeit in Berlin durchziehen, weil unsere Ministerien dazu nicht mehr in der Lage sind, Gesetzentwürfe zu fertigen. Und wir haben es in diesen Tagen, ich glaube, es war gestern, in Publikationen lesen können, dass der Anteil von Beratungsunternehmen, die in Berlin die Ministerien beraten, explosionsartig gestiegen ist. Hunderte von Millionen werden ausgegeben für Beratungsfirmen, die meist einen eindeutigen Hintergrund von Interessen haben, und die dafür vorgesehenen Ministerien werden in die Unfähigkeit geschickt. Meine Damen und Herren, das, was mal ein deutscher Staat war, mit eingeschränkter, sage ich ausdrücklich, Souveränität in Bonn, das können wir uns im Traum heute in Berlin nicht mehr erlauben, und das zieht sich wie ein roter Faden durch alles durch, was wir in den zurückliegenden Jahren politisch in Brüssel oder in Berlin erlebt haben. Es gibt aber auch eine weitere Überlegung, die man in einem Bundesland ansprechen sollte, dass wie kein zweites, neben Bayern vielleicht und in der Vergangenheit Nordrhein-Westfalen, ökonomische Triebfeder für die restliche Republik war. Baden-Württemberg, der Leistungsträger der Republik. Wir haben unser gesamtes Wirtschafts- und Sozialsystem darauf abgestellt, es mit der sozialen Marktwirtschaft unternehmerisch und sozial abgefedert betreiben zu können. Das Erste, was neben dem Lissabon-Vertrag in den 90er Jahren abgeschafft wurde in der Republik, war das Konzept der sozialen Marktwirtschaft. Die Agenda 2010 hat den Rest gegeben. Die Spaltung des sozialdemokratischen Kosmos war das Ergebnis. Und bei uns in der CDU-CSU hat sich die Bundeskanzlerin
verstiegen, von der Einführung einer marktgerechten Demokratie zu sprechen. Meine Damen und Herren, das, was wir haben, ist weder marktgerecht noch demokratisch. Und das ist die Situation, mit der wir uns in diesem Land auseinandersetzen müssen. Und ich will eine weitere gravierende Komponente deshalb ansprechen, weil in Ihrer unmittelbaren Nachbarschaft Sie demnächst auch betroffen sind mit dem neuen NATO-Hauptquartier in Ulm. Wir steuern ja auf eine NATO zu, die alles tut, um ohne uns zu fragen, den Aufmarsch gegen die Russische Föderation hinzukriegen. Es gibt in dem ganzen komplizierten Vertragsgeflecht, das der NATO zugrunde liegt, eine zentrale Überlegung. Die damals existierenden Staaten und Parlamente haben der NATO zugestimmt als Verteidigungsorganisation. Und 1999 haben die Amerikaner daraus eine Angriffsoption, eine Angriffsorganisation gemacht, an den Parlamenten vorbei. Insoweit ist die NATO heute in einer Situation, dass sie ihre Geschäftsgrundlage nicht mehr hat. Sie ist eine weltweit agierende Angriffsformation und nicht mehr das, wozu auch der Deutsche Bundestag in den 50er Jahren die Zustimmung erteilt hat. Keine Verteidigungsorganisation mehr. Aber die Regierungen haben sich immer vorbehalten, darüber zu befinden, was man im Falle eines Angriffs machen soll. Es gibt in der NATO keine automatische Beistandspflicht. Die Amerikaner haben sich ausdrücklich vorbehalten, im Falle eines Angriffs über alles zu reden, was möglich ist. Von Demokratie getragen, angeblich das Einvernehmen im diplomatischen Kontext zu suchen, bis hin zu der Möglichkeit eines gemeinsamen Angriffs. Aber eine automatische Beistandspflicht gibt es in keinem Papier, was der NATO zugrunde legt. Ganz anders war es in der Westeuropäischen Union. Die Organisation ist heute bestimmt in Vergessenheit geraten, war auch ursprünglich gegen uns gerichtet, gegen Deutschland. Aber die hatten in Europa eine automatische Beistandspflicht. Da gab es kein Zögern und kein Nachdenken. Wenn jetzt heute die amerikanischen Militärbefehlshaber in Deutschland und in Europa hingehen und sagen, wir wollen eine uneingeschränkte Bewegungsfreiheit für unsere Militärorganisationen in Deutschland, in Europa haben, keine Rücksichtnahme auf nationale Grenzen mehr, freie Bewegung für unsere Panzerbrigaden, ohne Rücksicht auf die deutsche Straßenverkehrsordnung, dann bedeutet das, die können den Aufmarsch gegen die Russische Föderation betreiben, ohne dass die Bundesregierung Bescheid weiß oder wissen will. Und meine Damen und Herren, das kann nicht in unserem Interesse sein. Die erklären das heute damit, in der Spitze natürlich Frau von der Leyen, man wolle ein NATO-Schengen haben. Wir sehen bei dem jetzigen Schengen im zivilen Bereich, dass es uns vor existenzielle Fragen gestellt hat, weil die Staaten nicht dahinter standen, die Außengrenzen zu schützen. Und wenn uns das in Zusammenhang mit dem militärischen Schengen ins Haus steht, dann werden wir den Frieden nicht mehr sicher können, weil die amerikanischen Militärbefehlshaber uns in die Zwangsläufigkeiten von Konflikten reinziehen werden, bei denen man selbst nicht weiß, ob der amerikanische Präsident darüber informiert ist. Meine Damen und Herren, das sind alles Dimensionen, wo ich nur darauf aufmerksam machen kann unter dem Gesichtspunkt, wir als Staatsbürger haben natürlich die Möglichkeit, über Wahlen zu sagen, noch, was wir wollen. Und das ist eine Verpflichtung, die kann ich nicht auf Presse, Parteien und Gott weiß wen abwälzen. Aber wenn wir das nicht wahrnehmen,
müssen wir uns nicht fragen, was übermorgen passiert. Und diese Fragestellung wird in diesem Herbst schon aktuell mit der bayerischen Landtagswahl. Und sie wird im nächsten Jahr massiv nach vorne gefahren werden bei den Wahlen in den ostdeutschen Bundesländern. Meine Damen und Herren, wenn wir nicht verantwortungsbewusst mit unserem Staat umgehen, und das ist in erster Linie ein Appell an die Regierung, dann werden wir diesen Staat, den wir schon entkernt haben, entsaftet haben, den werden wir auch noch aufs Kreuz legen, dadurch, dass neue Spaltungen durch dieses Land gehen. Und meine Damen und Herren, das wollen wir weder in Ovingen, noch in Bautzen, noch in Jüschen, noch in anderer Stelle in dieser Republik. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Also in Anbetracht der Temperaturen hier in diesem Saal, gestatten Sie, dass ich mich hier hinsetze, man schwitzt weg. Deswegen steht der Stuhl ja auch da. Sehr gut. Herr Wimmer, ganz herzlichen Dank für den Vortrag. Vieles von den Dingen sind mir bekannt, ich habe das Buch auch schon gelesen. Und trotzdem, wenn man es hört von jemandem, der so lange, wie er es war, in der Politik war und die Hintergründe erfährt, muss ich sagen, ich persönlich muss dann schon erschrecken. Gerade wenn man hört, was, das wissen wir alle, was in Berlin passiert oder nicht passiert. Und was wir wollen und was nicht gewollt wird. Und die Frage ist ja, wann werden wir wirklich gefragt um die Dinge, die wir wollen? Ein kleines Beispiel. Die EU will jetzt eine Volksbefragung machen, ob die Sommerzeit abgeschafft werden soll. Da frage ich mich, warum wird keine Volksbefragung gemacht, zum Beispiel bei der Bargeldabschaffung oder ähnlichen Dingen. Die wird durchgezogen, heimlich durchgezogen, und ein so marginales Ereignis, sage ich jetzt mal, wie die Sommerzeit, da macht man eine Befragung. Und da fühle ich mich als Demokrat, und das glaube ich bisher gewesen zu sein, da bleiben mir die Worte weg, dann fühlt man sich als Demokrat über den Tisch gezogen. Geschweige denn, Herr Wimmer hat es angedeutet, dass in Brüssel ja keine demokratischen Strukturen herrschen. Ja. Wir hätten jetzt die Möglichkeit, mit Herrn Wimmer ins Gespräch zu kommen. Ich vertrete vor dem Hintergrund jetzt so meiner Lebenserfahrung das, was ich eben auch gesagt habe. Es kommt im Kern nicht auf die Papierform an, es kommt darauf an, wie souverän ich mich verhalte. Es gibt ja so spektakuläre Bilder aus der deutschen Geschichte, die das erklären, was ich vielleicht mit meinen Worten nur unzulänglich sagen kann. Als man Konrad Adenauer aufforderte, vor die alliierten Kommissare in Bonn zu treten, die standen am Teppich und er sollte auf dem Parkettboden stehen bleiben, ist er wie selbstverständlich auf den Teppich gestiefelt. Das heißt, ich muss von mir selber sagen, dass ich mich souverän verhalte, egal in welcher Situation ich bin. Andere können mich ja dann zur Rechenschaft ziehen, aber ich muss es selber tun. Und deswegen ist auch meine Meinung die, dass bei aller Unzulänglichkeit der Bonner Republik wir damals nur teilweise souverän waren. Die Berliner Republik hat völkerrechtlich überhaupt keine Probleme auf diesem Feld, aber die verhalten sich so, als wären sie ja in sklavischen Verhältnissen. Also anders kann ich das nicht bezeichnen.
Das Souveräne geht denen völlig ab und sie reden jedem nach dem Mund, der ihnen die Pistole auf die Brust setzt. Und das machen die Amerikaner gerne. Also das ist jetzt etwas zum Stimmungsmäßigen. Was den Friedensvertrag anbetrifft, muss ich sagen, dazu kann ich viele Optionen finden, wie ich sowas formuliere. Aber der 2+4-Vertrag ist unter den gegebenen Umständen, das hat die ganze Welt so gesehen, die Regelung für Deutschland, die man normalerweise oder bei anderen, unter anderen Umständen, in friedensvertragliche Überlegungen knüpft. Der 2+4-Vertrag ist in meinem Rechtsverständnis der Friedensvertrag für Deutschland. Und der ist auch deshalb so zustande gekommen, weil jeder sieht, jedenfalls derjenige, der sich mit der Materie beschäftigt, wenn ich das anders gestaltet hätte und nicht diese Form gefunden hätte, wir hätten Reparationsforderungen selbst von den Maoris bekommen. Ja, wir hätten. Ja, es muss ja irgendwo erklärt werden. Und das ist diese. Wir wären pleite, als Trump je sein kann. Ja, das mag ja sein, aber das sieht man hier nirgendwo. In Ovingen und am Bodensee schon mal gar nicht. Der Rest der Welt möchte gerne so pleite sein, wie man hier am Bodensee pleite ist. Hätten sie alle ihr Vergnügen. Also das ist zu der Geschichte, Friedensvertrag und diese Überlegung. Die Frage nach dem fortgeltenden Besatzungsrecht, der weiche ich nicht aus, weil ich, Herr Hief weiß das, ich das vor wenigen Tagen im bayerischen Kolbermoor auch gesagt habe, wir haben eine Komponente, die national nicht zu ertragen ist. Es gibt, was die NATO anbetrifft, ja nicht nur den Vertrag, sondern auch Regeln darüber, dass auf fremdem Staatsgebiet Truppen stehen können, die nicht dem fremden Staat zugehörig sind. Und das ist das Zusatzabkommen, das ist das NATO-Truppenstatut. Das gilt für jedes NATO-Land. Dass man mit amerikanischen Truppen in Norwegen operieren kann oder mit deutschen, wo auch immer, um keinen besonders zu nennen. Das ist Gegenstand des NATO-Truppenstatuts. Es gibt aber nur für Deutschland das Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut, das den Vereinigten Staaten es praktisch erlaubt, von Ausnahmen abgesehen, das bis zur Wiedervereinigung geltende Besatzungsrecht, das im Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut auch da schon verändert worden war, das fortzusetzen. Und das Problem in diesem Zusammenhang ist nicht nur die Sondersituation, die es in rechtlicher Hinsicht für Deutschland da gibt, sondern die Komponente, die ich eben angesprochen habe, mit der Veränderung des Charakters der NATO. Das Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut, wie es 1994 neu beschlossen worden ist, basiert noch auf der Annahme, dass die NATO ein Verteidigungsbündnis sei. Aber dadurch, dass die Geschäftsgrundlage weggefallen ist, man hat ja die NATO zum weltweiten Aggressionsinstrument gestempelt, ist natürlich auch für das Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut in meinem Rechtsverständnis die Rechtsgrundlage weg. Es gäbe also zwei zentrale Überlegungen, und Herr Hief weiß, was er aufgenommen hat in Kolbermoor. Es gibt zwei zentrale Überlegungen, warum das Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut aus meiner Sicht beseitigt gehört. Es kann nicht angehen, gilt jetzt mal wieder für unser Nachbarbundesland in Bayern. Es kann nicht angehen, dass auf dem riesigen Truppenübungsplatz in Grafenwöhr militärische Einheiten aus Ländern üben, von denen die Bundesrepublik Deutschland, die Bundesregierung keine Ahnung hat, es jedenfalls öffentlich sagt, dass sie überhaupt da sind. Wir haben also auf unserem Staatsgebiet
militärische Formationen von Staaten, wo wir nicht wissen, dass sie hier sind. Das ist ungefähr so wie mit der Migrationsentwicklung. Man weiß nicht, wer über die Grenze gekommen ist, aber man hat sie hier. Das haben wir jetzt auch schon mit den Militäreinheiten fremder Staaten. Das sind alles Dinge, wo ich nur sagen kann, ich kann natürlich mich so behandeln lassen. Dann werde ich weltweit auch nicht für voll genommen. Und ich bin schon der Auffassung, wir sollten uns für selber voll nehmen. Sie haben gesagt, dass Deutschland kein souveräner Staat war und ist. Jetzt frage ich Sie, an wen soll man denn glauben? Die Regierung hat nichts zu sagen. Seehofer hat ja gesagt, die, wo gewählt sind, haben nichts zu sagen. Und die, wo bestimmen, sind nicht gewählt. Ich unterstütze ja diese Argumentation zu sagen, lassen wir uns doch auf zwei Fragen konzentrieren. Ich teile nicht die Auffassung, aber ich sehe den Punkt. Lassen wir uns auf zwei Fragen konzentrieren. Wenn uns einer als Bundesminister so etwas ins Gesicht sagt, müsste Schluss sein mit diesem Bundesminister. Ja, müsste Schluss sein. Wir lassen uns das. Was lassen wir uns denn noch alles gefallen? Dass uns einer sowas sagt und wir zahlen Steuern, wir sind Konsumenten, wir gehen zur Wahl. Sagt er uns demnächst, braucht er gar nicht zur Wahl zu gehen, hat sowieso keine Bedeutung. Das sind alles Dinge, wo ich nur sagen kann, da wird salopp über die Belange unseres Landes einfach hinweggeritten. Was ich eigentlich bedauere, denn er kann ja auch mit 69 noch zu vernünftigen Überlegungen kommen. Will ich ja nicht ausschließen. So, das Zweite ist, deswegen spreche ich im Rechtssystem unseres Landes, was ich kenne oder glaube zu kennen, spreche ich die Komponente an, die beseitigt werden muss. Und dann werden wir ja sehen, wenn die Bundesregierung das macht, aus dem Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut auszusteigen, was dann passiert. Dann werden wir Butter bei die Fisch bekommen, in jeder Hinsicht. Aber ich sehe nicht ein, warum wir in der ganzen NATO eine Sonderrolle spielen sollen. Dafür gibt es keinen Grund. Und solange man diese Sonderrollen hinnimmt, haben wir auch das Gerede von nicht vorhandener Souveränität. Eins bedingt das andere. Herr Wimmer, wenn ich Sie richtig verstanden habe in Ihrem Vortrag, haben Sie ja vorher gesagt, dass mit dem Lissabon-Vertrag 80% der Souveränität, wie auch immer die dann man die malen möchte, abgegeben wurden. Das heißt, und von den verbliebenen 20% wären in Berlin sowieso keine mehr da, weil die Lobbyorganisationen, die sich schon gekrallt haben und sozusagen die Ministerien gar nicht mehr in der Lage sind, selbstständig irgendwelche Gesetzentwürfe zu schreiben. Dann frage ich mich, wenn ich jetzt wählen gehe, egal wen ich jetzt wähle, was ändert das dann? Die Lobbyorganisationen schreiben ja die Gesetze, 80% werden undemokratisch in Brüssel entschieden. Das heißt also, ich müsste erst eine Revision der Entwicklung machen, zurück sozusagen, um wieder den Status quo, den wir mal hatten, zu bekommen. Die Frage ist nur, wer würde den machen und wen würden Sie dann wählen? Wie würden Sie die Änderung einleiten? Also wir, vielen Dank. Ich muss Ihnen sagen, dass vor der Veranstaltung in Kolbermoor das überhaupt aus meiner Sicht noch nie thematisiert worden ist. Aber das, was Sie gerade hier gesagt haben, trägt natürlich dazu bei, es über auch die Aufnahme dieser Veranstaltung im Netz zu verbreiten. Und wenn ich eine Erfahrung in den zurückliegenden Jahren gemacht habe, dann war es die, dass das Netz eine ungeheure Wirkung hat. Das soll man nicht unterschätzen. Und dass die politischen Kräfte darauf achten müssen. Und sie tun es in unterschiedlicher Weise. Und der eine lernt es, bevor er aus der Regierung fliegt, und der andere lernt es überhaupt nicht. Kann ja auch sein. Aber ich muss genau diesen Weg muss ich gehen, dass ich sage, ich muss eine veränderte Form der Bonner Republik anstreben.
Wir müssen wieder dieses souveräne eigene Verhalten an den Tag legen können, aber mit einem Staat, der nicht in begrenzter Souveränität lebt. Wir sind ein voll souveränes Land und wollen uns auch so benehmen. Also das ist Conditio sine qua non aus meiner Sicht. Und wir werden ja in den vor uns liegenden Monaten sehen, wer sich auf dieses Feld begibt. Wenn das niemand tut, dann sollten Sie trotzdem zur Wahl gehen, weil sonst müssen Sie sich selber Vorwürfe machen. Es ist dann besser, anderen Vorwürfe zu machen. Ja, das ist so. Ich kann ja auch einen Blick in die Verfassung werfen, was eigentlich mir zusteht an Rechten, wenn in diesem Staat Entwicklungen ablaufen, die mit der verfassungsmäßigen Ordnung nicht mehr in Übereinstimmung stehen. Ich will diese Diskussion aus meiner Sicht unter keinen Umständen lostreten, weil sie in schwierige Fahrwasser führt. Aber wir haben eine verhängnisvolle Situation und möglicherweise artikuliert sich das in Zusammenhang mit diesen Tagen um Owingen herum in dramatischer Weise, dass die Frage kommt, zu was haben wir eine Regierung und zu was haben wir einen Staat? Denn uns bleibt, das sind alles Entwicklungen, die wir zur Zeit der Wiedervereinigung schon gesehen haben, dass das auf uns zukommen könnte. Aber dann löst sich dieser Staat auf. Und dann werden wir Spielball für andere Kräfte, da kann man eine Menge zu im Netz lesen. Herr Wimmer, dann habe ich noch eine Frage. Sie haben eben gerade, und das ist ja mit der Ausdruck dieser Veranstaltung, die wir hier in Owingen machen, dass wir Bürger uns sachkundig machen, um damit in der Öffentlichkeit wirksam zu werden. Auch wenn wir wenige sind, aber wir werden mehr, denn wir sind, ich würde beinahe sagen, bundesrepublikanisch verzahnt. Und trotzdem stelle ich jetzt die Frage, ich erlebe immer wieder, und das wissen Sie vielleicht auch, viele von Ihnen wissen es vielleicht auch, dass man manchmal das Gefühl hat, im Hintergrund, weil ich nicht weiß, wer das macht, möglicherweise YouTubes abgeschaltet werden und bestimmte Informationen dann nicht mehr so rauskommen, wie wir es eigentlich wünschen, um die Menschen zu erreichen. Und was steckt da dahinter? Ich frage jetzt einfach so direkt, steckt da unsere Regierung, wer auch immer dahinter, um zu vermeiden, dass die Menschen sachkundig werden? Also da stecken mit Sicherheit diejenigen hinter, die in den zurückliegenden 20 Jahren dazu beigetragen haben, dass nur bestimmte Meinungen in den Printmedien und in öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten verkündet werden konnten. Die sind auch für mich nicht greifbar, weil das sind die Netzwerke, über die geschrieben wird, die transatlantischen, die berühmten, wo dann festgelegt wird, wer was wird. Und das ist dann nicht nur im Hintergrund, sondern auch im Vordergrund. Das sind diese Kräfte, die die Macht über uns haben, unter dem Gesichtspunkt, nur wenn wir in Ohnmacht gehalten werden, kann man uns ja so rummanipulieren, wie es läuft. Ich habe ja über meine Arbeit durchaus, kenne ich den einen oder anderen, der mit diesen neuen Medien arbeitet. Und wenn ich dann höre, dass in bestimmten Netzen abgeschaltet wird, weil ein Wort in einer anderen Sprache eine mehrdeutige Bedeutung hat, dann kann ich nur sagen, das ist aus meiner Sicht, also Joseph Goebbels, um es mal direkt zu sagen, Joseph Goebbels, der muss eigentlich happy sein, wenn er die Mediensituation in der Bundesrepublik Deutschland heute zur Kenntnis nimmt. Also es ist ja gar kein Geheimnis, dass darüber gesprochen wird, dass bei uns Rundfunk und Fernsehen an den schwarzen Kanal von Karl Eduard von Schnitzler aus der DDR erinnern. Das sind ja,
Das sind ja alles Dinge, wo ich nur sagen kann, wir sehen das doch jeden Tag. Und ich habe ja über diese Veranstaltungen auch Gesprächspartner, die ich Zeit meines Lebens so nicht gehabt habe, Studentenpfarrer. Was sagen die mir? Die sagen, unsere Studenten, die lesen keine Zeitung mehr und die schauen auch keinen Rundfunk, die schauen auch kein Fernsehprogramm sich mehr an. Die informieren sich aus dem Netz. Ja, wenn das so ist, dann wissen doch diejenigen, die uns bisher schon rummanipuliert haben mit den öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten, die wissen doch, was sie zu tun haben, damit diese Möglichkeit auch noch kaputt gemacht wird. Die sind doch nicht an der Freiheit dieses Landes interessiert, sondern an der Manipulationsfähigkeit von uns allen. Herr Wimmer, eine Frage. Sie hatten gerade angesprochen, mit der Souveränität selber souverän zu werden. Ich persönlich habe jetzt für mich den Weg gewählt, dass ich einfach alles hinterfrage. Also es fängt an bei der Gemeinde, wenn ich meinen Reisepass abhole und dann steht da Deutsch drin und ich lese dann auf der Seite vom Land Baden-Württemberg nach, dass dieses Deutsch überhaupt keine Staatsbürgerschaft bedeutet, sondern eher eine Vermutung darstellt und ich das dann hinterfrage bei der Gemeinde und die sind wirklich weder auskunftswillig noch fähig. Also sitzen ein paar junge Mädels bei uns in der Gemeinde, die wissen gar nichts. Und dann wird man weggeschickt und mit der Ansage, das kommt halt von der Bundesdruckerei, so das ist halt so. Und zum Glück haben wir ja noch das Internet und kann verschiedene Sachen sich runterladen, lesen. Und also ich für meinen Teil habe für mich jetzt beschlossen, diese Souveränität nämlich so war, dass ich alles hinterfrage. Das geht los mit diesen Rechtsbereinigungsgesetzen von 2007, die man sich mal durchlesen sollte, was da alles weggefallen ist, eine Aufhebung etc. Und was halten Sie denn von dem Weg, dass man einfach wesentlich kritischer damit umgeht, was uns hier vorgesetzt wird? Also die Gesetze, die das letzte Jahr rausgekommen sind, zum Beispiel, dass die Unverletzlichkeit der Wohnung, der Reisefreiheit der Person eingeschränkt werden, das geht hier alles so wusch durch, das interessiert überhaupt gar keinen. Also ich will das noch mal ein bisschen mehr auf die Spitze treiben, weil es jetzt auch heute in internationalen Medien zu lesen war. Ich habe das immer gesagt, in Anbetracht meiner Kenntnis von vor Ort, die Taliban da in Afghanistan und an anderer Stelle, die den Hintergrund für den berühmten internationalen Terrorismus bilden, sind natürlich Kinder des amerikanischen Außenministeriums und der Golfstaaten und Saudi-Arabiens. Diese Kräfte sind also Zauberlehrlinge, um mit Goethe zu sprechen. Und sie sind im Kern geschaffen, um uns unsere Rechte zu nehmen. Denn die Existenz dieser Terrorgruppen, wenn es denn welche sind, die Existenz dieser Terrorgruppe ist ja genutzt worden, um uns unsere Rechte zu nehmen. Nach dem Motto, wir müssen den internationalen Terrorismus bekämpfen und deswegen passiert das, was Sie gerade angesprochen haben. Von der Unverletzlichkeit der Wohnung angefangen bis zu den Zensurgesetzen des ehemaligen Bundesjustizministers mit dem Namen Heiko. Also vor diesem Hintergrund eine Entrechtlichung unseres bisherigen Status, den wir als Staatsbürger hatten. In dem Zusammenhang, das geht jetzt auch wieder zurück auf meinen Redebeitrag, Wir müssen an vielen Einzelheiten feststellen, warum sich unser Staat verändert hat. Und es gibt einen famosen Dreiklang aus dem Regierungsverlust von Helmut Kohl, als dann Gerhard Schröder und Joschka Fischer dran kamen als Bundeskanzler und Außenminister. Auf amerikanischen Druck mussten drei Änderungen in Deutschland durchgezogen werden. Das erste war, wir wollten die Deutsche Welle zu einer Konkurrenzorganisation für CNN machen, wie die Franzosen das getan haben mit France 24, damit auch die deutsche Sicht weltweit unter die Leute kommen sollte. Darauf musste die Bundesregierung verzichten. Das nächste, was wir aufgeben mussten, wir hatten, und das weiß ich deshalb so besonders gut, weil ich da involviert war. Wir hatten Erdöl- und Erdgas-Explorationsverträge für das Kaspische Meer.
Deutschland hat sich da mit der Regierung Helmut Kohl beteiligt. Und das ist nicht gewünscht, dass wir Erdgas- und Erdölexplorationen betreiben. Darauf musste Deutschland verzichten. Und wir mussten auf das deutsche Staatsbürgerschaftsrecht verzichten. Und das, was Sie beschreiben, die zwei jungen Damen auf der Gemeindeverwaltung können das nicht wissen. Das sollten wir denen noch nicht zum Vorwurf machen. Aber das ist der Hintergrund für all das, was wir beklagen. Das ist die uns von den Vereinigten Staaten aufgenötigte Veränderung unserer eigenen Rechtsordnung. Und jetzt sehen Sie vielleicht auch mein Dilemma. Ich will das ausdrücklich mal so bezeichnen. Ich bin nicht der Auffassung, dass wir nicht souverän sind. Wir lassen das alles mit uns machen, obwohl wir souverän sind. Das ist viel schlimmer. Ja, ich hätte noch ganz kurz noch eine Frage dazu. Und zwar, ich habe jetzt quasi meinen Staatsbürgerschaftsausweis beantragt und habe jetzt bis auf meinen Großvater bis 1908 zurückverwiesen, mit Geburtsurkunde und allem drum und dran, und habe jetzt auch den Nachweis, dass ich Deutscher bin, während das bei allen anderen eher so eine Vermutung ist. Das Recht, das Rustag ist nicht komplett ausgehebelt, sondern nur für die, die es nicht nachweisen, oder? Sehe ich das falsch? Ja, also ich bin auf den Versuch bisher noch nicht gekommen, aber da müssen Sie Ihre Erfahrung weitergeben, das kann ich nicht. Wer steckt denn eigentlich dahinter, dass Europa momentan so stark durch andere Leute überflutet werden? Ich bin möglicherweise der Erste überhaupt in Deutschland, der auf diese Migrationsentwicklung aufmerksam gemacht hat, weil ich in den Gesprächen über die deutsche Wiedervereinigung in Moskau im Herbst 1989 von dem damaligen Chef der internationalen Abteilung der KPdSU und langjährigen Botschafter der Sowjetunion in Deutschland, Valentin Falin, auf diese Komponente aufmerksam gemacht worden bin. Falin hat mir gesagt, dass nach sowjetischen Erkenntnissen rund 350 Millionen Menschen auf dem indischen Subkontinent warten würden, um über den Hindukusch zu uns zu kommen. Und das ist fast zeitgleich gewesen zu Informationen, die wir aus Japan bekommen haben, wo uns die Japaner in Tokio darüber unterrichtet haben, dass in China rund 50 Millionen Menschen im Land selber unterwegs sind auf der Suche nach Arbeit. Ich habe damals gesagt, der Wandermensch macht sich auf den Weg. Ich habe dann in der dann russischen Föderation nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion gesehen, bei meinen Besuchen in Russisch-Fernost, dass Millionen und Abermillionen Chinesen nach Russland eingesickert sind. Und in Bonn war es schwer, Verständnis für diese Probleme zu finden, weil die damalige Bundesregierung natürlich mit den Folgen der Wiedervereinigung bis über den grünen Klee beschäftigt war. Und ich dann mit meinen Migrationsproblemen und die Rita Süssmuth als Bundestagspräsidentin hat mich tatkräftig unterstützt. Wir waren also nicht so wohl gelitten in dieser Frage. Die damalige Bundesregierung, der Außenminister Kinkel, hat allerdings dann mit seinen westeuropäischen Außenministerkollegen ein fulminantes Konzept aufgestellt, um die Europäische Union, damalige Europäische Gemeinschaft, auf den nördlichen Rand von Afrika zu erstrecken, um diese Staaten ökonomisch zu ertüchtigen und die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in ihren Möglichkeiten auch auf Nordafrika zu erstrecken. Das ganze Gebiet zwischen Syrien und Marokko sollte diesen beiden Organisationen zugehörig sein. Damit wollte man die zu erwartende Migration auch aus Schwarzafrika versuchen, in den Griff zu bekommen. Das ist an den Amerikanern, den Israelis und einigen arabischen Staaten gescheitert, die ihre eigenen Konzepte hatten. Das Ergebnis haben wir heute. Dann haben wir natürlich durch das ständige Kriegführen
zwischen Afghanistan und Mali, unseren Nachbarstaaten, denen haben wir die Existenzgrundlage genommen. Und dann ist unsere Bundesregierung auch noch hingegangen und hat in den Jahren 2013, 2014 den Flüchtlingslagern, die es in Syrien und anderswo gab, die Mittel gekürzt, damit die Leute da auch noch verhungern sollten. Und die Amerikaner sind ja dann auch noch hingegangen, obwohl sie die ganzen Kriege zu verantworten haben. Wir beteiligen uns dran, schändlich genug, sind hingegangen und haben gesagt, wir nehmen keinen Flüchtling bis auf 20.000. Die nehmen sie auch nicht. Das macht natürlich deutlich, mit was wir es zu tun haben. Und da brauche ich gar nicht zu vermuten, wer dahinter steckt. Es sind ja ein paar Namen im Gerede. Ich sehe die Wirkung seit inzwischen fast 30 Jahren und kann nur sagen, das ist eine so gezielte Operation, dass ich gar nicht spekulieren muss, wer dahinter steht. Es sind unsere Regierungen, die es machen. Mir kommt es jetzt heute vor wie eine Bestandsaufnahme von allem, was bisher war, was bis zum heutigen Tag hier in Ovingen passiert ist. Wir haben jetzt eine Sammlung von Informationen, aber ich glaube, viele von uns möchten wissen, was können wir jetzt wirklich tun? Wie weit haben wir noch die Chance, was zu verändern? Was kommt in Kürze auf uns zu? Vielleicht, wie viel Zeit bleibt uns? Ich glaube, das ist eine Frage, die offen ist, die uns auch bedrängt. Und wir suchen doch alle irgendwo eine Lösung für uns ja. Und unser Land. Ich habe ja eben, und ich weiß, wie unzulänglich das ist, ich habe ja eben aus meiner Sicht versucht, darauf eine Antwort zu geben unter dem Gesichtspunkt, was hat nach meiner Einschätzung in den letzten Jahren gewirkt? Das Netz und Veranstaltungen wie diese hier. Wenn man im Netz sieht, dass da Hunderte von Leuten zusammenkommen und bei Parteiveranstaltungen haben sie vielleicht 15, dann weiß doch jeder, wie das Volk denkt. Und das hat bisher Auswirkungen gehabt. Das ist, wenn Sie es so wollen, vielleicht unsere letzte Chance, die wir haben. Denn wenn die Dinge, über die ich ja eben auch gesprochen habe, wenn die Dinge an diesem Wochenende schiefgehen, dann hat niemand von uns hier die Möglichkeit, darauf einzuwirken. Dann laufen Apparate ab, von denen wir uns keine Vorstellung machen können und niemand von uns will das. Dann kommt es im biblischen Sinne über uns und dann sind wir ohnmächtig. Und wenn wir gegen diese Ohnmacht angehen wollen, gibt es aus meiner Sicht wirklich nur die Möglichkeit, die wir eben angesprochen haben, Sie dürfen keine Wahl auslassen, Sie können Ihre Zeitungen kündigen, wenn die nur noch Unfug schreiben und. Und Sie müssen sich an solchen Veranstaltungen beteiligen, über die dann die Ammersee-Gespräche berichten können, weil es die Lokalen aus welcher Angst auch immer nicht tun. Also wenn Sie jetzt für mich oder von mir eine handfeste Überlegung erwarten unter dem Gesichtspunkt, mach dieses oder jenes. Unser Land ist demokratisch so runtergewirtschaftet, dass ich Ihnen da keine Antwort mehr geben kann. Man kann ja froh sein, wenn man heil nach Hause kommt. Also ich hätte noch eine Anmerkung, und zwar, wenn man die Geschichte anschaut, und darum glaube ich, sind es aus meiner Sicht nicht zielführende Diskussionen, ob man jetzt voll souverän, halb souverän, teilsouverän ist. Ich bin da bei Ihnen, Herr Wimmer, das ist so souverän, wie man sich fühlt oder benimmt, so souverän ist man auch, und was auf dem Papier steht, das muss auch jemand erstmal akzeptieren und gelten lassen. Aber wenn ich in die Geschichte schaue, dann muss ich sagen, egal wie, wir waren immer die Mitte von Europa, geostrategisch immer in einer schwierigen Situation. Das heißt, egal welchen Status wir hatten, ob Kaiserreich oder jetzt sagen wir mal Demokratie, wir hatten immer unsere Probleme. Und jetzt komme ich auch zu meiner Frage. Was man aber in all der Zeit, egal in welcher Form wir gelebt haben, nie hinterfragt hat, war das Geldsystem. Und für mich ist das Geldsystem quasi die Kernfrage und das Auslösemomentum für den Rest. Das ist quasi diese Domino-Reihe, wo den Auslöser gibt. Das heißt also, wenn wir uns nicht von dem aus meiner Sicht systemimmanenten Problem
lösen und einen Plan B dafür haben, dann kriegen wir doch global gesehen gar keine Änderung hin, meiner Meinung nach. Wie sehen Sie das? Jeder wie Gaddafi oder Saddam Hussein, der aus dem Dollar aussteigen wollte, hat sein Ende gefunden. Ja, und meinen Sie, ich hätte Lust, in dieser Reihe vorzeitig mich einzuklinken? Ich meine, das ist eine Antwort genug auf Ihre Frage, oder? Ja, ja, ist mein Leben und Ihre Frage. Wir leben in der Situation, wie sie nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges geschaffen worden ist. Und die Finanzkrise des Jahres 2008, die war ja wohl auch gegen den Euro als Reservewährung auf der Welt gerichtet mit den entsprechenden Ergebnissen. Aber dazu wird Herr Decke einen anderen Abend machen. Herr Weber, Sie merken, wie wir hier uns an Ihrer Brust ausweinen. Ich habe eine Frage. Wir hatten die Besatzungsmächte, wir haben den Krieg verloren, wir haben die Besatzungsmächte. Sebastian Haffner hat mal gesagt, die Bundesrepublik ist aus der Geschichte das Dritte Reich ist in die Geschichte hineingedämmert und die Bundesrepublik ist aus der Geschichte herausgedämmert. Und man hat die Größen, die Alliierten haben ein paar Leute eben machen lassen, macht mal etwas und wir schauen dann, ob es bei euch passt. Daraus kam eine Frist von 3 Wochen, dass man den Alliierten mitteilen musste, was man jetzt ausgekugelt und ausgekartelt hatte. Und bis zum heutigen Tag gilt diese 3-Wochen-Frist für den Präsidenten. Hat das miteinander etwas zu tun? Dass, wenn das Parlament etwas beschließt, dann muss, glaube ich, 3 Wochen gewartet werden, bis der Präsident es unterschreiben darf. Hat das mit diesen 3 Wochen, die die Alliierten damals bedingt haben, was zu tun? Also das entzieht sich meiner Kenntnis, aber in Bonn und Berlin gehe ich mal davon aus, dass also so ein Mindeststandard für rechtliche und politische Prüfungen ist. Es soll nicht auf die lange Bank geschoben werden, mit Sicherheit nicht, und es soll nicht Hals über Kopf reagiert werden. Also ich würde das eher unter dem Gesichtspunkt Praktikabilität in diese Kategorie packen. Andere Überlegungen mit den 3 Wochenfristen, das ist Verwaltungspraxis, Staatspraxis ist es auch, und dann ist das nachvollziehbar, um den Präsidenten nicht in eine Situation zu bringen, Beschlüsse des Deutschen Bundestages oder der Parlamente generell auf die lange Bank zu schieben. Wobei ich, was diese Entwicklung, Sie haben es ja auch gesagt, was diese Entwicklung unseres Landes anbetrifft, ich ohnehin davon ausgehe, dass wir bei einer möglicherweise sich interessant gestaltenden zukünftigen Entwicklung zwischen den Vereinigten Staaten und der Russischen Föderation erleben werden, dass die Archive, die andere haben, weiter geöffnet werden, und zwar mit Wirkung für uns. Das haben wir in den zurückliegenden 2 Jahren schon gesehen, wenn wir aufmerksam ins Netz gegangen sind. Und das betrifft uns in unserer historischen Entwicklung seit der Schaffung des Deutschen Reiches 1871. Wir kommen ja heute vielleicht wegen der Entwicklung, die sich gegen die Russische Föderation richtet, mehr und mehr dahinter, dass das, was ein Amerikaner mit dem Namen George Friedman mal gesagt hat, dass das ziemlich was die Wahrheit ist, dass die Vereinigten Staaten seit der Gründung des Deutschen Reiches 1871 alles unternommen haben, um auf dem europäischen Kontinent eine gedeihliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland zu hintertreiben. Und wenn sich das alles noch vertieft, davon gehe ich mal aus, werden wir möglicherweise ohnehin in eine ganz andere Sicht der Geschichte des 20. Jahrhunderts kommen, als das bislang schon der Fall ist. Es gibt ja dafür Anzeichen. Ganze Generationen in Deutschland sind damit groß geworden,
mit den geschichtstheoretischen Vorstellungen eines Fritz Fischer. Nach dem Motto, seit, glaube ich, Jesus Christus sind die Deutschen in allem schuld. Und der hat das ja verfestigt und es ist ja auch geglaubt worden. Und dann kommt Christopher Clark aus dem britischen Commonwealth und schreibt, eigentlich waren sie es alle. Was er vielleicht als Brite unterschlagen hat, britische und französische Kreise haben eine besondere Verantwortung gehabt für den Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Wir waren es jedenfalls nicht, aber in Versailles waren wir es schon. Und alles andere in diesem Jahrhundert können Sie daraus ableiten, inklusive der Unterstützungsmaßnahmen des amerikanischen ehemaligen Militärattachés in Berlin für Adolf Hitler in München. Das sind alles Dinge, wo ich nur sagen kann, wir müssen wieder zu den Shares dieser Welt zurückkehren. Wir müssen in die Buchhandlungen gehen. Noch sind diese Dinge alle zu lesen. Und man sieht jetzt schon in den Bibliotheken, wie Bücher ausgesondert werden. Nachhaltig. Also ich wollte, ich bin noch bei der Frage hängen geblieben von Ihnen, was man eigentlich machen kann oder von Ihnen. Und wenn man sich das anschaut in Deutschland, sieht man ja, und das hat ja auch Herr Wimmer geschildert heute Abend, dass es sehr viele Menschen gibt, die sich zusammentun, einfach auf der Bürgerebene. Wir können ja nicht immer gucken, was machen die Parteien und was machen die und was machen die, sondern dass man sich einfach zusammentut. Und ich bin Lehrerin und ich finde es auch extrem wichtig, zum Beispiel, dass man sich guckt, was ist eigentlich an den Schulen los und was machen meine Kinder und dass man dieses Wissen, was Herr Wimmer uns jetzt zur Verfügung stellt durch seinen ganzen seine Lebenserfahrung, dass wir das auch weitergeben. Also ich erlebe das so, dass auch Eltern, die sehr viel wissen, das politische Wissen ihren Kindern nicht weitergeben, weil sie denken, sie sind nicht so wichtig. Und ich glaube, wir denken oft, wir sind nicht so wichtig und es hat nicht so eine große Bedeutung. Aber man kann ja zum Beispiel einen Gesprächskreis in seinem Ort machen. Man kann ja Kirchengemeinde sich mit den Leuten treffen und solche politischen Fragen diskutieren. Und das bringt eben auch eine ganz große Entwicklung, obwohl man das vielleicht nicht so wichtig einschätzt. Solche Treffen, und die gibt es jetzt überall, in ganz Deutschland, man sieht es ja auch, wo Herr Wimmer überall, wenn Sie sich das anschauen, Vorträge hält und andere Leute auch. Und es gibt eine riesige Gegenbewegung und das macht einen ja auch stark. Also wenn man jetzt zu Hause sitzt und man denkt, man kann nichts tun, dann fühlt man sich ja auch selber nicht so wohl. Und ich wollte Ihnen auch noch mal ein Kompliment machen, dass Sie so viel Kraft immer wieder aufwenden, Ihr ganzes Wissen, Ihre ganze Lebenserfahrung uns zur Verfügung zu stellen, durch Ihre ganzen Stellungnahmen auf RT Deutsch, jeden Tag, fast jeden zweiten Tag kann man lesen, wie Sie wieder die aktuelle politische Situation einschätzen. Und für mich als etwas Jüngere und für die noch Jüngeren, denke ich, ist das ganz, ganz großartig. Also da wollte ich mich auch nochmal bedanken. Und ich hätte auch noch eine Frage, weil ich das noch nicht so richtig verstanden habe, wie Sie jetzt eigentlich dieses Szenario sehen, wenn sich jetzt Montag Trump und Putin treffen. Ja? Also Sie sehen das ja so als einen Scheideweg, aber ich habe noch nicht verstanden, wo jetzt diese große Bedrohung dieses Weges ist, die Sie immer wieder so angedeutet haben. Also zu dieser letzten Frage, das muss man mir wirklich erstmal erklären, dass man sich unter Umständen mit dem russischen Präsidenten verständigt in schwierigen Fragen und gleichzeitig den Aufmarsch gegen die Russische Föderation weiter betreibt. Das kriege ich als Rheinländer nicht auf die Reihe. Und die Rheinländer kriegen ziemlich was auf die Reihe. Kann ich nicht. Das heißt, wird Lug und Trug uns bestimmen oder wird es eine Situation geben, wo wir weiter auf Sanktionen beharren gegenüber der Russischen Föderation und die amerikanische Industrie eingeladen wird, Russland zu entwickeln. Also man muss an alles denken. Aber was Ihre Anmerkungen zuvor anbetrifft, das letzte Buch, was jetzt hier steht, auch, wäre nicht zustande gekommen, wenn es Herrn Rötscher nicht gegeben hätte. Ich habe also
über lange Zeit mit ihm darüber gesprochen, dass eigentlich seit 2000, 2001 ich diesen Verfall des demokratischen Deutschlands gesehen habe. Und er hat mich immer wieder versucht zu bewegen, das niederzuschreiben. Und ich war sehr unsicher, weil ich gesagt habe, das Bewusstsein in unserer Bevölkerung ist nicht so. Man lebt seine Gucci-Tasche oder seinen Urlaub am Bodensee oder was auch immer, aber das Bewusstsein ist nicht so. Und das hat sich im letzten Jahr dramatisch verändert, haben ja auch Ihre Fragen deutlich gemacht. Und ich habe dann im letzten Jahr, obwohl es dann in einer gewissen Zeit mir durchaus schwer gefallen ist, das Buch geschrieben. Und das läuft ja auch entsprechend gut unter dem Gesichtspunkt. Offensichtlich ist das richtige Buch zur richtigen Zeit, denn wenn ich sehen will, wohin das Land läuft, muss ich wissen, was in den letzten 30 Jahren passiert ist. Und da hat es die Leute nicht interessiert. Es hat sie schlichtweg nicht interessiert. Und das nachzuliefern, da hat Herr Rötscher den Verdienst. Hier am Bodensee ist man in einer besonderen Situation. Es ist tatsächlich so, wie Sie gesagt haben, dass sehr viele Leute da sind, wenn man mit denen über diese Themen ins Gespräch kommt, die sagen dann, was willst du denn, uns geht's doch gut oder mir geht's gut. Gell? Und wir leben in einer Urlaubsregion, in der wirklich auch die Wirtschaft einigermaßen gut läuft. Also viele Leute sind da, denen fehlt eigentlich nichts. Vor kurzem habe ich in Nordrhein-Westfalen eine kleine Rundreise gemacht und wir waren in Essen und ich habe dort die Zeche Zollverein besucht. Das ist heute ein Museum. Vor 30 Jahren wurde da wirklich Kapital geschöpft. Jetzt kann man über die Kohle oder den Kohleabbau denken, wie man will, aber da ist Geld geflossen und das kam von ThyssenKrupp und so weiter und so fort. Das, was hier heute am Bodensee gut läuft, das heißt nicht, dass das nächstes Jahr oder übernächstes Jahr auch noch gut läuft. Wenn man die Axt an die Wurzel der Automobilwirtschaft legt zum Beispiel oder das Thema Energiewandel oder Wechsel und so weiter, Energiewechsel oder Energiewechsel legt, dann legen wir die Axt an das Filetstück der deutschen Wirtschaft. Und ich habe den Eindruck, als wenn man da in Berlin wirklich entschlossen ist, das zu tun. Und dann werden auch hier die Lampen ausgehen. Eine Firma ZF wird dann nicht mehr so viel Gewinn schöpfen können oder keinen Gewinn mehr und damit sind wir dann hier auch fertig. Ja, das Einzige, was ich jetzt aus Ihrem Vortrag gelernt habe, ist, wir müssen dieses Thema in irgendeiner Form unter die Leute bringen. Und ich habe mich schon verabredet mit einem Herrn nach dieser Veranstaltung. Ich möchte mit ihm mal ausloten, inwieweit man so etwas wie hier auch in Friedrichshafen machen kann. Also das muss an allen möglichen Orten geschehen, dass man da wirklich mit Einsatz und Engagement rangeht, um diese Themen öffentlich zu besprechen. Die sind einfach zu wichtig, dass die an Stammtischen oder an Kirchengemeindenräumen in kleinen Gruppen dann zum Schluss sich totlaufen. Wir müssen eine Gegenbewegung in der Öffentlichkeit erzeugen, die sich gegen das richtet, was dort in Berlin verhackstückt wird. Wenn wir nichts machen, werden die weiterhin Nägel einschlagen und die sind dann nicht mehr rauszuziehen. Und wir sind dann die Dummen. Herr Wimmer, wir wissen, die Menschen in Deutschland sind unzufrieden. Das liegt vor allen Dingen an der politischen Führung. Und jetzt meine Frage an Sie. Wie kann man die gegen Deutschland gerichtete Politik von Angela Merkel stoppen und ihre Richtlinienkompetenz durch ein verantwortungsvolles Gremium einschränken, wenn man es nicht schon stoppen kann? Also ich fange mal mit dieser Frage an, ich will aber auch noch was zu dem Vorredner sagen. Die Richtlinienkompetenz ist ein aktueller Kampfbegriff ohne jede Bedeutung. Ohne jede Bedeutung. Das ist ja jetzt gemünzt auf die Überlegung, dem Bundesinnenminister auch Seehofer unter Umständen in die Karre zu fahren. Und dann hat man gesagt, also die Richtlinienkompetenz der Bundeskanzlerin ist so, dass sie das dem untersagen kann. Der Bundesinnenminister sitzt im Kabinett, natürlich als Minister. Er sitzt aber auch als Chef einer Koalitionspartei im Kabinett.
Und wenn die Bundeskanzlerin in einem irgendwie gearteten Augenblick auf die Idee kommen könnte, demgegenüber die Richtlinienkompetenz an den Tag zu legen, ist die Koalition am Ende. Also vor diesem Hintergrund, das muss man auch mal dazu sagen. Und deswegen, die Richtlinienkompetenz ist so eingegrenzt, wie ich sie gerade beschrieben habe. Aber etwas zu Ihrer Anmerkung, bürgerschaftliches Engagement, dazu kann ich ja nicht sagen, weil das muss aus der Bürgerschaft selber kommen. Und Frau Scheer und andere haben ja darauf aufmerksam gemacht, dass das quer durch die Republik geht. Wobei ich Ihnen sagen muss, es ist in Baden schon was anderes. Ja, das habe ich schon mal gesagt. Baden ist anders. Baden ist so etwas wie ein Gärteig für die Republik. Schon historisch gesehen. Hier ist bürgerschaftliches Bewusstsein höher entwickelt als in Tumbengegenden nördlich der Linie von Münster nach Dresden. Ja, das ist so. Der See und das alemannische Sprachgebiet hat was an sich. Und das kann ich ja auch für weite Teile der Schweiz so sagen, wo ähnliche Phänomene ablaufen. Aber was den Bodensee und die hier herrschenden Verhältnisse anbetrifft. Ich bin ja schon ein paar Mal hier gewesen, aber ich muss Ihnen sagen, dieser Besuch ist hier was Besonderes, weil ich mich in der Vergangenheit hier immer in Deutsch verständlich machen konnte. Das kann man jetzt nicht mehr. In der Gastronomie. Sie müssen Glück haben und jemand von der anderen Straßenseite holen, damit Sie Ihre Bestellung aufgeben können. Ich bedanke mich, Herr Deke. Mein Name ist Stefan Hief. Eben noch hinter der Kamera, jetzt vor der Kamera. Ich hoffe, Ihnen und Euch hat der Vortrag genauso gut gefallen wie mir. Ich habe eine Bitte. Damit wir zukünftig noch bessere, spannendere, bewegtere Bilder präsentieren können, brauchen wir dringend eine dritte Kamera und dafür Unterstützung, finanzielle Unterstützung. Ja, wir blenden hier auf jeden Fall die Adresse ein. Vielleicht mögen Sie ein paar Euro spenden, gerne auch ein paar Euro mehr, denn so eine Kamera, damit man so ein Gefühl hat, kostet 3.300 Euro und die wird tatsächlich dringend gebraucht. Ansonsten, damit wir besser kalkulieren können, wir sind ja crowdfinanziert, brauchen wir natürlich auch monatliche Unterstützung. Und dafür bitten wir auch, da blende ich jetzt eine zweite Adresse ein, denn das ist eine andere PayPal-Möglichkeit, um hier sich monatlich bei uns zu beteiligen. Und wir werden in jedem Fall jeden Cent davon in das Programm umsetzen, damit wirklich spannende Informationen weiterkommen. Herzlichen Dank im Voraus dafür und wir sehen uns bei den Seegesprächen. Ich freue mich drauf. Bis dann. Einen habe ich noch. Unser Kanal lebt natürlich auch von seinen Abonnenten und damit Sie und Ihr immer informiert seid, immer up to date seid, bietet es sich an, natürlich den YouTube-Kanal zu abonnieren und auch die Glocke anzuklicken, denn dadurch werdet ihr per E-Mail benachrichtigt, sobald ihr ein neues Video hier in YouTube eingestellt habt. Also dran denken, abonnieren und die Glocke anklicken.